Ja, und der nächste steht schon bereit. William Aymar für das Team aus Kanada. Ja, auch er im letzten Jahr mit Schulterproblemen zu kämpfen gehabt. Hat dann die Weltmeisterschaften geturnt, aber konnte keinen Sechskampf turnen. Aber ein wirklich sehr, sehr guter und sauberer Turner, wie man auch sieht. Leider beim Doppel-Doppel rückwärts ein Doppelsalto mit Doppelschraube nach vorne aufgegriffen. Ja, und das war, was ich vorher auch meinte. Also wir haben jetzt beim Brasilianer einen Sturz gehabt, jetzt hier bei William. Also es geht schnell in so einem Finale. Deswegen erstmal seine Übung ordentlich durchtouren. Und beim Rest kann man leider nicht helfen. Da kann man nur abwarten und bangen. Und das macht ja jetzt gerade auch der Spanier. Ja, aber wirklich eine Top-Übung bis auf den Sturz. Also man sieht auch schon, dass er einfach eine technisch sehr, sehr gute Ausbildung hat. Kann die Reihen gut landen, hat die Zehen gestreckt.